Heute hier ist Dennis bei mir zu Besuch. Er ist Kunde bei uns und ist Vermittler bei der Bayerischen. Dennis, stell dich doch auch nochmal kurz vor, wer so deine Kunden sind und was du genau machst. Ja, danke liebe Jill. Mein Name ist Dennis Korkmaß aus München. Ich bin für die Bayerische tätig und sitze dort am Trainingsgelände eines Drittligavereines, weil wir dort das wunderbare Sponsoring haben. Deswegen ist auch mein Klientel tatsächlich viele dieser Fans des Fußballvereines, aber auch Unternehmer, die den Verein betreuen oder eben auch viele, viele junge Familien. Sehr cool. Und wie bist du denn damals auf mein Team und mich aufmerksam geworden? Ich glaube, da ging es mir so wie vielen. Ich habe online geguckt, wer könnte mir weiterhelfen beim Next Step. Dann habe ich euch erstmal gefunden und ich glaube, wir haben ja eine ziemlich lustige Geschichte miteinander. Ja. Ich habe mich ja tatsächlich erstmal, dummerweise, muss ich im Nachhinein sagen, für ein anderes Coaching entschieden und bin ja dann nochmal auf euch zugekommen. Ja, ja, genau. Du hattest ein anderes Coaching gemacht. In welchem Bereich war das? Das war so klassisch, wo viel geworben wird, Empfehlungsmarketing. Also da wurde praktisch nochmal beigebracht wird, hey, wie gewinnst du am besten Empfehlungen? Da muss ich aber im Nachhinein sagen, das bieten die meisten Unternehmen eh schon an. Und es war jetzt für mich nicht die große Erneuerung. Und deswegen blieb dieser Kick, dieser Flash einfach aus. Und ich habe geguckt, okay, wer kann mir jetzt weiterhelfen? Und da seid ihr mir wieder im Kopf gekommen, weil ihr tatsächlich in diesem Erstgespräch so sympathisch wart, dass eigentlich nur Mühe gefehlt hat und ich hätte mich gleich für euch entschieden. Ja, und da sind wir ja auch jetzt gerade so bei dem Thema. Was sagst du denn, was unterscheidet uns denn von den anderen Coaches oder Beratern da draußen? Wo soll ich anfangen, ist da die Frage. Also allein schon jede Person, die hier arbeitet, ist wirklich sehr, sehr sympathisch. Du hast immer das Gefühl, man interessiert sich auch wirklich für dich. Das merkst du auch in diesem wahnsinnig coolen WhatsApp-Support, wo ich sagen muss, okay, ich habe letztes Mal, glaube ich, um 18 Uhr eine Nachricht eingestellt und kriege trotzdem noch sogar um 18.30 Uhr eine Antwort, wo ich dachte, okay, langsam ist mal Wochenende auch für euch. Ja. Also das ist schon mal gigantisch, wie ihr den Service am Kunden habt und wie ihr die Inhalte auch vermittelt und wie man die wirklich eins zu eins umsetzen kann. Man muss nur diesen Fahrplan befolgen, der halt maximal einfach auch formuliert ist. Ja. Gigantisch. Ja, meinst du, dass es für jeden Finanzberater, Versicherungsvermittler, Vermögensberater, Baufinanzierungsberater da draußen möglich ist, unsere Strategie mit diesem 1:1 Fahrplan umzusetzen? Definitiv. Egal, ob du einen Unternehmer erreichen möchtest, da hast du zum Beispiel LinkedIn als Plattform. Ja. Möchtest du eher jüngeres Publikum ansprechen, kannst du es auf Instagram machen. Hast du so die Middle-Ager, kannst du es auf Facebook machen. Und da helft ihr halt wirklich an den richtigen Punkten anzusetzen. Ihr habt für jede dieser Plattformen ein individuelles Konzept, wo einfach perfekt ist. Ja, ja. Und was sagst du, was war denn dann so schlussendlich dann der Auslöser, dass du gesagt hast, ich melde mich jetzt nochmal bei dir, Jill, ihr seid ja die richtigen Partner, ich will das jetzt doch mit euch angehen. Ich handhabe es so, dass ich immer mit den Leuten zusammenarbeite, die auf ihrem Gebiet die Besten sind. Und man liest sich Rezensionen durch und überlegt dann, okay, was möchte ich machen? Und in Sachen Ads etc., da das Publikum zu erreichen, da seid einfach ihr die Besten und deswegen bin ich bei euch. Sehr schön, das freut mich sehr zu hören. Wie viel Umsatz machst du denn aktuell so durchschnittlich pro Monat? Durchschnittlich sind wir bei einem soliden Umsatz von 15.000 und Tendenz steigend. Sehr cool, du machst das Ganze ja auch nicht alleine, du hast ja mittlerweile auch ein kleines Team. Ja. Wie groß bist du da jetzt mittlerweile schon? Aktuell sind es jetzt zwei Mann dazugekommen. Man muss sagen, ich mache das Ganze tatsächlich erst seit 1,5 Jahren. Mega. Und Tendenz ist aber auch steigend, also Bewerbungsgespräche werden da noch und nöcher geführt. Ja. Ja, wird noch mehr. Ja, ja. Jetzt sagst du ja auch, du warst ja woanders, hast woanders ein Coaching gemacht im Bereich Empfehlungsmarketing, warst da ja nicht so happy. Warst du dann skeptisch gegenüber der Zusammenarbeit auch mit uns, ob das Ganze für dich funktionieren kann, ob es das Richtige ist? Wie war so dein Gefühl dazu? Wie sagt man so schön, es war zu schön, um wahr zu sein. Also ich habe mir das damals nochmal mit Niklas gemeinsam angehört, also der hat mich ja damals nochmal ongeboardet, nochmal reingeholt und hat dann gesagt, hey Mensch, ich habe dich ja damals angerufen, hat mir das nochmal vorgestellt und da, dann kam eben auch dieser WhatsApp-Support und ich dachte mir so, ja, WhatsApp-Support, dies, das. Dachte mir aber auch, weißt du was, jetzt guckst du es dir mal an, weil dann kannst du richtig urteilen. Und ich war richtig skeptisch, weil ich ja das erste Mal schon auf die Nase gefallen bin, wie man so sagt. Ja. Bin aber reingekommen und war vom ersten Moment an überzeugt. Ich habe die Videos gesehen, ich habe den Kurs gesehen und habe gesehen, okay, da arbeitet jemand mit der gleichen Leidenschaft wie ich. Wie ich beim Kunden sitze und das rüberbringe, so habt es ihr mir rübergebracht. Ja. Außerdem, dieser WhatsApp-Support ist halt einfach heftig. Also ich habe sowas noch nie erlebt.
Außer von mir selber, was ich meinen Kunden noch biete, die haben ja bei mir auch einen WhatsApp-Support. Ja. Das gleiche bietet ihr mir und ich weiß, wie cool sowas ist. Ich kann jederzeit meine Fragen reinstellen und sie werden einfach beantwortet. Ja. Und natürlich war ich skeptisch, ob das so funktioniert, aber es tut. Ja. Das freut mich. Also sagst du, richtige Entscheidung, dass du das Ganze mit uns umsetzt, durchziehst. Wie sieht es da aus? Definitiv die richtige Entscheidung. Also sonst wäre ich, glaube ich, heute nicht hier. Und sonst würde ich es, glaube ich, auch nicht fortsetzen. Ja. Es ist eine richtig gute Betreuung. Es ist das, was man sich wünscht. Es geht, es läuft einfach. Und man hat auch immer Hilfe, Ansprechpartner, wenn es mal nicht läuft. Ja. Und das ist ja auch der entscheidende Punkt. Ja, jeder kann dir helfen, wenn es läuft, aber wenn es mal nicht läuft, dann brauchst du ja erst recht den Rückhalt. Genau. Und den hat man hier einfach. Definitiv. Und würdest du es anderen Beratern und Vermittlern da draußen empfehlen, mit uns zusammenzuarbeiten? Und wenn ja, warum? Ich würde es definitiv empfehlen. Also ich empfehle nur Sachen, die ich selber ausprobiert habe und die ich selber für gut heißen kann. Und ich muss sagen, tut es, ihr lasst sonst einfach Geld liegen. Ja. Die Hauptklientelschaft, die Hauptkundschaft liegt einfach mittlerweile online. Das verlagert sich immer mehr. Und wenn wir mal gucken, wie viel Bildschirmzeit wir haben und wie viel wir da tatsächlich unterwegs sind, dann kann sich die Frage jeder selber beantworten, ob er es tun sollte. Ich kann nur sagen, ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Und was sind so deine nächsten Schritte für die nächsten 1 bis 2 Jahre? Wo willst du hin? Wirst du diese Strategie des Online-Marketings weiterverfolgen? Wie sieht da der Plan für dich aus? Ich will es nicht nur weiterverfolgen, ich will es tatsächlich auch massiv ausbauen. Ich sehe einfach da drin die Zukunft. Ich sehe es nicht mehr so wie früher, dass der Finanzberater nur noch rausfährt und irgendwie zu den Kunden, sondern es geht heute auch alles tatsächlich vom Schreibtisch, wie man so schön sagt. Und da ich ja auch weiter ausbauen möchte, brauchen ja die Personen auch was und deswegen auf jeden Fall ausbauen und fortführen. Sehr cool. Und was würdest du denn den Beratern da draußen sagen, die jetzt Online-Marketing noch nicht für ihr Geschäft nutzen? Fangt endlich damit an, nutzt es und setzt um. Lieber heute als morgen. Definitiv. Ne? Danke, Dennis, dass du uns heute hier besucht hast, extra aus München nach Hannover geflogen, um mit uns hier das Video aufzunehmen. Und für jeden, der sagt, hey, ich will online neue Kunden gewinnen, ich will online neue Mitarbeiter gewinnen, ich möchte endlich in die Online-Sichtbarkeit. Vielleicht klappt es bei dir auch noch nicht so, wie du es dir selbst vorstellst, weil du einfach nicht weißt, wo die richtigen Hebel sind. Dann können mein Team und ich dir definitiv dabei helfen. Trag dich gerne ein für dein kostenfreies Erstgespräch unter www.j-lang.de.